ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part Guild Wars 2. Heute mal auf einem anderen Charakter, wieder. Wir sind heute bei meiner Talula und ich dachte mir einfach mal, dass du auch ein bisschen was anderes siehst. Letztes Mal hatten wir ja die Super Adventure Box. Die ist aktuell auch noch. Mal gucken, ob ich es noch schaffe mit meiner kleinen Asura-Dame, die ich seit ein paar Wochen habe, mit der ich aktiv in der Super Adventure Box unterwegs war, ob wir da nochmal mit ihr reingehen können. Ich kann es nicht versprechen, ich versuche es. Genau, und zwar hatte ich mir heute überlegt, dass ich dir einfach mal zeige, wo ich so meine Erztour immer mache. Und genau, wir fangen hier hinten an, und zwar ist es recht weit links über der Karte, beim Herz von Maguma oben drüber, hier in der grasgrünen Schwelle. Ich werde dir immer irgendwo rechts, wo man es gut sieht, die Wegmarke als auch so das grobe Gebiet als Schriftzug einblenden lassen. Und das als allererstes gehen wir hier zu Jakka-Itzel. Und vorab, ich kann dir das empfehlen, entweder wenn du einen Greif hast, aber am besten, wenn du eine Himmelsschuppe hast, denn du brauchst schon für manche Gebiete die Himmelsschuppe, um einfach zu fliegen, weil du manchmal von A nach B musst in diesem Gebiet. Und vor allem sei Level 80. Du musst nicht voll ausgerüstet sein, aber dass du schon ein bisschen was aushältst, ohne direkt kaputt zu gehen. Denn, ja, wir müssen ein bisschen zwischendurch kämpfen. Und wenn du hier dann an dieser Wegmarke direkt kommst, drehst du dich um, dass du hinter dir rein durch das Panorama hast und siehst dann hier vorne diesen wunderschönen Blätterbaum. Und da müssen wir reinspringen. Ich mache das immer ohne irgendein Tier, weil ich zum einen den Gleitschirm habe, meine Flügelchen. Und ich das schon so oft gemacht habe, dass ich da ein bisschen Übung drin habe und kann mich dann da so runterpurzeln lassen. Wenn du unten aufknallst, bist du leider ein bisschen tot. Deshalb guck, dass da, ja, dass das sicher ist. Genau. Wie du siehst, habe ich auch seit kurzem einen neuen Effekt, wenn ich sammle. Und das kann ich bei allen Charakteren. Man heißt, unsere Soraya hat das auch. Und ich finde, das sieht so cool aus. Also, genau. Was wir jetzt hier gerade sammeln, sind Leinsamen. Die bringen dir gut Silber. Und du bekommst im Durchschnitt, ich hoffe, dass ich meine Tasche leer gemacht habe, dass ich dir jetzt sagen kann, wie viel. Ja, ich habe gut meine Tasche leer gemacht. Beutel mit Erfahrung, den können wir leer machen. Genau, meine Tasche ist gut leer. Heißt, ich kann dir zeigen, was wir alles bekommen. Und wir haben jetzt insgesamt 9-mal Leinensamen bekommen. Ich hoffe, nee, hier haben wir noch was. Das habe ich jetzt vergessen. Genau. Also du bekommst zwischen 10 und 12, je nachdem, wie viel Glück du hast, kriegst du da welche. Und wenn ich dir das jetzt kurz zeige, wenn du das verkaufst, bringt dir das einfach schon. Kurzen Moment, der Schwarzmarkt braucht wieder ein bisschen. Bringt dir jetzt diese 11, bringen dir knapp 22 Silber. Und das ist natürlich schon eine Menge, wenn du das täglich machst. Ich habe mir jetzt knapp 197 ins Material gehauen, weil ich das für manche Sachen brauche zum Herstellen. Sonst verkaufe ich sie immer. Dann öffnest du wieder deine Karte und gehst in die Prismenwildnis. Das sind so zwei Kartenbereiche weiter, die ist hier. Und hast dann hier oben links im Eck eine Wegmarke, die heißt Spuckfelder. Und hier geht es jetzt los mit Eisen und Silber. Das Silber werde ich jetzt vorerst weglassen, weil ich das Eisen jetzt hier hinten auch, weil ich das Silber nicht brauche. Und die Adern, die ich dir zeige, sind entweder welche, wo du einmal abbauen kannst oder wo du dreimal hintereinander abbauen kannst. Das sind reichhaltige Eisenadern und Silberadern und Platin. Genau, die zeige ich dir heute. Da kannst du dreimal hintereinander abbauen. Und wenn wir alle Adern durch haben, zeige ich dir, wie viele du hast. So, die haben wir jetzt fertig. Was haben wir hier unten? Silber, Eisen, Silber. Also wir haben hier noch in die Richtung eine Silber. Die würde ich sagen, holen wir uns, weil Eisen. Weil Eisen kannst du immer gebrauchen. Das brauchst du fast für alle Waffen. Das ist eine Silberader. Wir haben hier noch eine Silberader. Und einmal auf die Himmelsschuppe. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir stellen uns mal kurz hier hin. Hier ist eine Silberader. Ja, guck mal, das sieht doch ein bisschen besser aus. Silber, Eisen, Eisen, Eisen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die
Dings. Ich glaube, die sind unten, oder? Oben. Okay, wir gucken. Wir gucken. Da ist die Eisen. Okay. Man muss immer ein bisschen durch die Gegend schwirren und dann suchen. Und dann haben wir hinten noch zwei Eisen. Da einmal. So. Und wo ist die andere? Ah, die ist hier wahrscheinlich unten in dem Fels drinne. Also wir uns einmal runtergleiten und holen uns das Eisen. Ja, ich dachte mir bei dieser Tour, ich denke, wenn du vor allem mit den Berufen anfängst, ist es sehr hilfreich, wenn du weißt, wo du schnellstmöglich an viel Eisen und sowas rankommst. Außer es ist natürlich sehr preiswert, dann kannst du es dir auch kaufen. Aber wir machen diese Tour eigentlich schon fast täglich immer einmal. Die niedrigen Stufen heißt Silber, Gold, Platin und Eisen. Kannst du mehrmals am Tag abbauen, musst du halt gucken. Manchmal ist es dann eine dabei, wo sie sagen, nee, die kriegst du heute nicht mehr. Und die nächste, das habe ich jetzt voll vergessen zu sagen, ist in den Gendaran-Feldern. Und zwar über Löwenstein, direkt hier in diesem Sandgebiet. Und zwar heißt diese Wegmarke Eisentorschlucht. Und da drehst du dich ein bisschen nach links, dass du hier diese Brücke siehst. Schnappst dir deinen Drachen und fliegst einfach hier Richtung Fels. Du kannst über diesen Felsen fliegen. Wir müssen eine kleine Zwischenlandung machen und hast dann hier direkt. Ah, die große Spinne ist da. Gut, dann siehst du gleich meinen Necro in Action. Und zwar ist der mega stark. Ich liebe meinen Necro. Und der kann super geile Skills. Und du siehst, wie schnell die runtergeht. Gut, wir sind jetzt auch nur auf Level 28. Meine ich, und du siehst, zack, boom, bang, ist das Ding kaputt. Hier ist die dann direkt am relativ viel weit hinten. Muss man aufpassen, dass man hier nicht runterpurzelt. Und dreimal kannst du wieder abbauen. Ja, bitteschön, hab kaputt gemacht. Und kannst du dann hier abbauen. Und wie gesagt, wir machen das schon täglich. So, die nächste ist in den Schneekuhlenhöhlen, die habe ich dir sogar schon mal mit der Soraya gezeigt. Und zwar Schneekuhlenhöhlen relativ weit rechts in der Karte. Schneefalkenposten. Da gehen wir hin, da gibt es eine reichhaltige und manchmal um die Ecke rum auch nochmal so eine einzelne. Wir holen uns meistens immer nur die normale, die reichhaltige, weil die andere dann ja, ein bisschen weiter weg ist und das macht es dann vom Weg nicht so. So. Aber ich sehe gerade, hier ist irgendwas direkt schon. Da, genau. Manchmal ist direkt hier draußen eine, die nehmen wir dann mit. Hier, Fleischgolem, greif den bitte mal an. Und ja, ich zeige dir nochmal ein bisschen, was mein Necro so kann. Meine Necromanin, meine Talula ist sehr stark als Necro in ihrem Schleier. Das ist so voll schön. Aber sie ist auch so gut stark, das dauert dann halt manchmal zwei, drei Schläge mehr. Aber sie kriegt es auch darunter. Also wenn du jemanden, vor allem vielleicht zu Beginn, wenn du jemanden möchtest, der gut Power hat, wenn du da drauf haust und denkst, okay, gut, nicht, dass du dich schnell stirbst. Aushalten tun die jetzt nicht so viel. Ich habe, glaube ich, 22.000 Leben. Moment. Ah, wir müssen in den 80er-Gebiet, dann kann ich es dir zeigen. Aber ich glaube, 22.000 Leben hat sie. Aber du kommst damit aus, weil du hast ja einmal deinen normalen Balken und du hast deinen Nekromantenschleier. Und das macht natürlich einiges aus. So, nächstes Gebiet ist Richtung Askalon. Und zwar hier in den Feuerherzhügeln. Kannst du dir dieses Verlies als Markierung nehmen und dann sind das diese drei Wegmarken, die direkt hier so hintereinander sind. Und zwar einmal Bruchzahn, Lichtsturz und Großtoxkal, glaube ich, wenn es jetzt richtig ist. Wir gehen als erstes nach Bruchzahn. Ich zeige dir aber jetzt hier nur die niedrigeren, also das Orichalcum zeige ich dir auch, aber das wird dann eine separates Video. Und zwar siehst du das direkt auf der Karte. Reichhalt, oh mein Gott, wir haben sogar heute voll Glück. Du gehst eigentlich nur hoch auf deinen Drachen und fliegst einfach hier geradeaus rüber. Da ist auch schon einer. Und kannst dir hier zweimal eine reichhaltige Platinader. Heißt, hier ist auch schon Richtung Platin jetzt. Und das ist natürlich total cool.
wenn du da direkt zwei Platten. Die ist nicht immer da, die ist nur manchmal da. Aber wenn sie da ist, schnappen wir sie uns natürlich dann direkt. So, dann dürfen wir hier einmal um die Ecke. Da ist sie, er hat sogar schon freigeräumt. Und dann holen wir uns die auch noch. Alterswürdiger Nachkommen. Pastorau. Aha. Interessanter Name hast du. Interessanter Name. Na komm, meine Liebe. So. Und da ich ein paar Glyphen habe, bekomme ich natürlich auch immer mal wieder ein paar Extras rein. Aber ich kann dir nur zeigen später, was wir alles bekommen haben an Erz. Und eindeutig dann auch zeigen, wie viel es bringen würde, wenn du es verkaufst. Das heißt, du kannst das als Sammelroute nehmen, aber halt auch als Farmroute, damit du es verkaufen kannst, um Gold zu bekommen. Dann fliegst du hier hinter. Da war auch ein Necro. Dich machen wir direkt kaputt. Du wirst nämlich irgendwann dann böse und haust mich wieder von der Klippe runter. Da habe ich keine Lust drauf. So, hier ist die reiche Platinader. Manchmal ist hier unten noch Platin. Das siehst du dann direkt hier auf der Karte, aber heute ist nichts. Deshalb holen wir uns heute nur die Platinader. Ja, ich hoffe, dass das Video dich, ja, dir hilft, dich informiert, wo du schnell, da ist dieser blöde Veteran, wo du schnell an Erze kommst. Orichalcum kommt auch noch eine Tour, aber das wird ein extra Video dann, sonst wird es so lange. So, dann wie gesagt, einfach hier rüber zu Grostux Kalk, die Wegmarke hieß jetzt Lichtsturzturm. Und hier gibt es ein bisschen immer was mehr. Wir haben hier unten einmal Platin und hier einmal Platin. Und zwar düsen wir jetzt hier lang. Jetzt die Frage, ist das oben oder ist das unten? Das ist unten. Tschum, puff. Da. Den müssen wir erst kaputt machen. Ein bisschen draufhauen. So. Und durch Platin. Und diese Viechen. Mein Fleischgolem. Ich habe jetzt hier auch noch einer, der heilt mich. Das ist mein Blutholdhund. Blutunhold. Den kann ich mal gerade holen. Die Viecher sehen extrem hässlich aus. Aber sie helfen dir gut, also muss ich schon sagen. Es ist immer schön, wenn man so ein Begleittier irgendwie dabei hat, ob das jetzt der Waldläufer ist oder der Dieb mit seinen Dieben. Das ist halt immer schon ein Unterschied. Ah, jetzt bin ich vorbeigerannt, egal. Egal. Vielleicht auf dem Rückweg. Und dann holen wir uns hier noch die reichhaltige Blortinader. Genau. Und dann haben wir Ascalon auch schon fertig. Dann kommen wir zur letzten kleinen Station. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, aber eigentlich sollte ich alles haben. Und ja, war es das? Genau. Also, wir waren hier hinten, wir waren im Zittergipfel, wir waren Richtung Ascalon und jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig in den Baumgrenzfälle, genau. Also, du gehst dann ein bisschen in die Mitte Richtung Löwenstein und hältst dich dann an dieses komische Schlachtzugs-Dingsbums und gehst Richtung Verlies. Gehst dann unterhalb von dem Verlies und kannst dir eine dieser Wegmarken aussuchen. Eine ist immer umkämpft. Ich meine, es ist die da. Und du wirst immer automatisch zu der geportet. Ich würde dir empfehlen, nimm die. Dann bist du direkt da. Genau, da sind wir. Dann ab auf die Himmelsschuppe. Und wir fliegen. Da ist schon mal irgendwo was. Was ist das? Platin. Wo ist das Platin? Da ist das Platin. Hier im Wasser. Genau. Da hinten ist dann nochmal Platin und Platin, genau. Einmal wieder auf die Himmelsschuppe. Wir können kurz im Wasser rumdüsen. Haben wir hier auch nochmal was? Da ist nochmal Platin. Wir holen uns da hinten das Platin auch. Oh, hier schneit es ein bisschen, sehe ich gerade. Hier ist es ein bisschen versteckt. Jotun sind hier auch. Wie gesagt, die haben wir ja schon kennengelernt. Die sind nicht die hellsten. Aber wenn die sich so drehen, können die dir Mordsschaden zufügen und sind auf einmal dann auch wieder extrem schön. Ah, hi! Seid ihr wieder hier, um euch schnell zu leveln? Kann es sein? Das machen viele. Die stellen sich dann hier hin, vor allem mit ihren ganzen Tieren und lassen dann die Tiere, die Bösewichte kaputt hauen, damit sie sich hochleveln. Voll cool. Mir wäre es zu langweilig, wenn ich ehrlich bin. Aber macht ihr ruhig. Wir holen uns lieber das Erz. Irgendwo soll hier nochmal Erz sein. Ah, da, glaube ich, da genau im Wasser. Im Wasser kannst du natürlich auch abbauen. Und wenn du einen Nekromant hast, hat er im Wasser so ein Hai.
als Dingsbums da. Als, wie heißt denn das Vieh jetzt nochmal, dieser Bluthund oder wie das Ding heißt. Fleischgolem, sorry, jetzt habe ich es. So, und hier ist eine reichhaltige. Und das war dann auch schon die mittelstufige bis niedrigstufige Eisentour. Die hochwertige Tour, vom Erz meine ich natürlich, die zeige ich dir ein andermal, wo man da das bekommt. Und ich zeige dir jetzt gleich nochmal, wie viel wir insgesamt uns geholt haben an den ganzen Eisensachen. Und ja, wie gesagt, ich werde dir in der Videobeschreibung, als auch in dem Video, wenn wir an den Stellen springen, per Schriftzug einblenden, wie diese Wegmarke heißt. Und jetzt können wir mal gucken, was wir so bekommen haben. Wir haben insgesamt 11 Haufen aus Leinsamen bekommen. Ich habe 60 Eisenerz gekriegt. Durch die Glyphe kriege ich natürlich auch noch einiges an Leder. Das können wir uns behalten, da ich das Leder aktuell behalte wegen der Soraya. Wir haben 65 Platin bekommen. Opalscherben, Smaragd-Dingsbums, Chrysal-Dingsbums. Also man kriegt einiges dazu. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir das verkaufen, das kann ich jetzt mit dir ganz schnell machen. So, ich habe jetzt alles verkauft und ich bin jetzt bei knapp 1,4 Gold, ja, so knapp 1,5, wenn ich jetzt noch die restlichen Sachen aus dem Inventar hier verkaufe. Das gibt vielleicht nochmal so ein paar Silber, nicht viel, aber so ein bisschen. Und du siehst, dadurch, wenn du das einmal machst am Tag, hast du schon knapp 1,5 Gold. Und wenn du das dann, ja, täglich machst und mehrmals am Tag, kannst du dir halt schon ein bisschen was an Gold zusammenholen, beziehungsweise du kannst dein Lager ganz schnell füllen und das finde ich halt sehr cool. Verabschieden uns sich die Talula und ich von dir. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen, so unsere Erztour zeigen. Die Orichalcum-Tour kommt auch noch. Wann genau, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber du hast jetzt schon mal gesehen, wo du Silber, Platin, Eisen bekommst und ich finde, das ist schon mal einiges wert, denn Eisen brauchst du fast bei jedem Beruf. Bei jeder Höhe des Berufes. Mithril kommt natürlich auch noch dazu, aber Mithril findest du fast überall auf den Karten irgendwo. Ich meine, ab Level 60, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sehen uns das nächste Mal wieder am Montag. Ich denke, wir gehen in die persönliche Story, in das zweite Kapitel. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was uns so erwartet. Ich kenne es ja nicht. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.